4.332 Euro monatlich kostet das Büro im Familienhaus von Manfred Weber, fernab jeglicher Bürger im höchst ländlichen Nirgendwo. Hallo, mein Name ist Jürgen Felger für WIM, Freiheit für Wirtschaft, Information und Meinung. Der Kämpfer gegen Korruption Manfred Weber wurde ausschließlich von irgendwelchen unbekannten, unbenannten Personen zum Anwärter auf das wichtigste Amt in der EU gemacht. Der mögliche neue EU-Kommissionspräsident ist angeblich äußerst beliebt. Allerdings gilt in Deutschland bzw. im ZDF-Politbarometer ein Politiker schon als äußerst beliebt, wenn ihn absolut kaum jemand kennt, aber diejenigen, die ihn kennen, ihn ganz toll finden. Niemanden, den ich aus dem Bekanntenkreis frage, der sich nicht äußerst häufig mit Politik beschäftigt, würde die mögliche zukünftige äußerst wichtige Funktion von Manfred Weber kennen. Was wohl die wenigsten wussten, er hat auch ein Zitat, Büro, Zitat Ende, in einem winzigen Dorf im schönen, idyllischen Wildenberg in Niederbayern. Fernab, weit, weit entfernt von jeglichem Wähler. Du kennst Wildenberg nicht? Das ist der Ort, an dem Wähler, einem bald sehr, sehr mächtigen, aber gleichwohl nahezu fast unbekannten Politiker, ihre Fragen loswerden könnten. Allerdings ist eben dieser Ort leider, leider weit entfernt von Wählern oder Bürgern. Welche Herrschaftsform könnte das wohl sein, in dem eine Person in ihrem eigenen Volk persönlich kaum bekannt ist, aber dann größte Machtfülle anhäufen kann? Zusammengefasst, bei sehr, sehr, sehr wenigen Personen ist Manfred Weber sehr, sehr, sehr beliebt und auch nur bei diesen wenigen Personen bekannt. Bei Wählern jedenfalls nicht. Sein, in Anführungsstrichen, Büro irgendwo im Nirgendwo ist offensichtlich ein Teil seines Familienhauses und wird, wenn man dem ungarischen Medienbericht glauben darf, mit 4.332 Euro monatlich vom europäischen Steuerzahler finanziert. Über 4.000 Euro im Monat. Gleichwohl wird sein Büro an keiner Stelle auf seiner Website geführt. Wenn wir diese Räumlichkeit von 2004 an hochrechnen, kommen wir auf 400.000 Euro Kosten, die angeblich notwendig sind für die angebliche Demokratie. Über die Ausgaben für dieses Büro hat er nie Rechenschaft abgelegt und auch nie Rechnungen eingereicht, hört man. Denn dies wird bei EU-Mandatsträgern generell nicht überprüft. Danke für die Aufmerksamkeit.